Darf ich vorstellen, Franz Josef Neffe und Klaus Dieter Ritter für den nächsten besonderen Vortrag, den Sie sich hier ausgedacht haben. Es geht um Dieter Dorn und um die inneren Dinge und ich bin selbst mal gespannt, was hier dabei rauskommt. Also alles Gute und Dankeschön, dass ihr gekommen seid und Applaus. Danke. Danke. Ja, grüß Gott alle miteinander. Dieses Bild hier hinten hat mich sehr fasziniert, weil man die Dorn-Methode ja in der Regel nur als Daumendruck kennt. Aber ihr seht hier, wenn ihr die Kuh und den Dieter Dorn anschaut, dass Dorn nicht nur mit Druck was bewirkt hat, sondern dass er eine Sogwirkung hat. Ja? Eine Sogwirkung ist was ganz was Feines, was sehr Entscheidendes. Das möchte ich mit euch und mit dem Klaus, also wir möchten das mit euch ein bisschen anschauen. Es geht um die Steuerung. Der Dr. Hansen Junior hat ja bei seinen Kongressvorträgen schon gesagt, dass es bei den Wirbeln, die sind nicht ewig weit verrutscht oder so. Das ist also weniger ein mechanisches Problem als ein Steuerungsproblem. Und jetzt ist es nicht nur so, Steuerung muss man nicht nur mit den Händen drücken, sondern da gibt es übergeordnete Kräfte auch. Und da schauen wir uns einmal an, was man mit Geist und Seele bewirken kann. Ich bin also sehr dankbar, dass wir eine Kamera hier vorne bekommen haben. Da möchte ich nämlich nachher einmal mit einer Beinlängendifferenz zeigen, was da passiert und wenn man das genau sehen kann. Und wie gesagt, wir machen das, es kennt ja jeder, aber wir machen es heute einmal unter dem Aspekt der Steuerung des Menschen und der Sog- und Druckkräfte, wie die zusammenwirken. Der Klaus Ritter sagt nachher gleich was zu sich. Wir haben uns ausgemacht, dass wir am Anfang uns kurz vorstellen, wie wir zur Dorn-Methode gekommen sind. Bei mir ist es ganz einfach. 1990 habe ich die in Babenhausen beim Dr. Guido Schumacher gelernt, ein ehemaliger Tierarzt, der dann Heilpraktiker geworden ist. 1998 war ich beim Harald Fleig in Wehr und dann wollte ich bei Raum und Zeit, die hatten meine ersten Artikel gebracht und da war ich dort. Ich war immer sehr begeistert vom Herausgeber, der leider schon verstorben ist, weil das war der einzige Redakteur, der an meinen Texten nichts rumredigiert hat. Der hat es immer gelassen, wie es war. Da liebt man einen Redakteur natürlich. Als ich bei dem dort war und ihm seine Beinlängendifferenz gezeigt hat, hat er gesagt, das ist wohl Dorn, was Sie machen. Dann hat er gesagt, dann könnten Sie ja den Dorn-Artikel schreiben. Und daraufhin habe ich bei Dieter Dorn zu Hause angerufen, ne, und habe gesagt, dass ich für Raum und Zeit einen Artikel über ihn schreiben möchte. Die Frau Dorn hat gesagt, ja, Raum und Zeit, was ist denn das? Und da sind wir dann so zueinander gekommen. Ich bin mit dem Fotoapparat hin, ich denke, der muss doch schon längst voll sein. Also es war kein Film drin und immer wenn man was verkehrt macht und ja, dann kommt manchmal eine besonders erfreuliche Beziehung heraus. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich sowas Interessantes, menschlich so Wohltuendes mal machen würde. Und jetzt mache ich schon über 20 Jahre lang. Das war mein Weg zu Dieter Dorn. Die Geschichten, die dort passieren, kennt ihr alle. Der Klaus Ritter erzählt euch jetzt mal, wie er dort hingekommen ist und was dabei passiert ist. Also vor vielen, vielen Jahren war das, ich war mit meiner Mutter zu Besuch bei meinem Bruder in Waging am See, kennen Sie Waging am See, Oberbayern ganz, dort hat sie schon sehr große Probleme mit dem Nacken gehabt und normalerweise macht man da ein bisschen Kuscheltechnik nach Dieter Dorn, aber da war nichts zu machen, warum? Weil der war so geschwollen und so hart, dass ich gar keinen Wirbel mehr drücken konnte und bevor die Rückreise kam, sie konnte den Kopf nicht mehr drehen. Naja, in München habe ich dann gesagt, Mutter, jetzt fahren wir nicht nach Stuttgart, wir nehmen die andere Autobahn Richtung Lindau und dann fahren wir zu Dieter Dorn und schau mal, der muss helfen. Ich habe nämlich gehört, wie gesagt, wo der wohnt und ich
bin dann hingefahren mit der Mutter, bin dann ausgestiegen, habe die Frau Dorn auch getroffen, sagte, ich sollte mal zum Dieter Dorn, ich habe hier einen Patienten. Sie waren nicht so happy. Warum? Weil Dieter Dorn war gerade in seinem Sägewerk beschäftigt. Er musste das Getriebe seines Sägegatters reparieren. Ich klopfte an, da kam sein Sohn mit öligen Händen, sage, ich soll zum Dieter Dorn, schöner Gruß vom Franz Josef Neffe, habe ich noch gesagt, weil den kennen Sie. Okay, ich sage, der Vater ist gerade mitten im Getriebebau, aber ich hole ihn mal. Dann kam Dieter Dorn voll mit Öl und Hemden und ich erzähle ihm, dass die Mutter den Kopf nicht drehen kann. Dieter Dorn sagt, ja, warten Sie einen Moment, ich lege mal das Werkzeug weg. Und dann kam er, dann sind wir ins Bauernhaus gegangen, er hat sich gewaschen, hat ein neues Hemd angezogen. Wir sind in seine Küche gegangen, dort, wo er 20, 30 Jahre die Menschen repariert hat. Und es hat keine 10 Minuten, Viertelstunde gedauert, ist die Mutter fröhlich wieder raus und hat den Kopf gedreht. Diese Dinge passieren und die gehen einem natürlich unter die Haut, wenn sie sowas erlebt haben.